Die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz ist ein Zusammenschluss von 14 Natur- und Umweltschutzverbänden. Sie wurden 1979 gegründet und ist gemeinnützig. Sie koordinieren Stellungnahmen unter anderem zur räumlichen Planung, soweit sie den Naturschutz betreffen, machen auch noch ganz viele andere Dinge. Unter anderem natürlich auch beteiligen sie sich an unterschiedlichen Beteiligungsverfahren. Herr Schubert, wir freuen uns auf Ihren Input. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ja schon vorgestellt worden und ich möchte Ihnen ganz einfach aus unserer Arbeit berichten. Zusammenschluss 14 Naturschutzverbände, einige haben eine besondere Stellung, die sind anerkannt, können sich also sehr viel stärker ins Planungsgeschehen einbringen, haben eine lange Zeit Verbandsbeteiligung. Bisher oder in den letzten Jahren haben wir uns doch stärker im Bereich der formellen Beteiligung bewegt. Das ist ganz klar nach einschlägigen Gesetzen, wie zum Beispiel das Berliner Naturschutzgesetz oder Fachgesetze, Eisenbahngesetz. Aber ich beobachte den Prozess nun seit mehr als 25 Jahren und ich sage mal so, in den letzten 10, 15 Jahren sind doch sehr viel mehr Beteiligungsverfahren dazu kommen, die eben nicht nach den Gesetzen geregelt sind, die freiwillig durch die Verwaltung auf Bezirksebene oder auf Landesebene durchgeführt werden. Wir beziehen einen Kreis von etwa 30 haupt- und ehrenamtlichen Mitwirkenden ein. Die Mitglieder selber sind in den Verbänden, aber punktuell und je nach Verfahren sind auch immer Bürger dabei, arbeiten mit Bürgerinitiativen zusammen und erweitern dadurch auch die Interessenslagen und natürlich auch das Know-how und den Sachverstand. Ich möchte Ihnen 5 Beispiele aus der Vielzahl von nicht formellen und nicht gesetzlich geregelten Bürgerbeteiligungen vorstellen. Wir sind beteiligt gewesen über eine lange Zeit, mehrere Jahre, und haben die Berliner Strategien zur biologischen Vielfalt mit begleitet, in einem langen Diskussionsprozess mit Kleingartenverbänden, mit anderen Verbänden aus der Zivilgesellschaft, Naturschutzverbänden auch, ist die Berliner Strategie zur biologischen Vielfalt entstanden und dann auch qua Senatsbeschluss und Abgeordnetenhaus als Grundlage für die Entwicklung festgelegt worden im Bereich der natürlichen Entwicklung der Stadt. Ein anderes Beteiligungsverfahren, wo sehr intensiv Bürger mitgewirkt haben, waren die Beteiligungswerkstätten zur Wasserrahmenrichtlinie. Ich kann es nicht im Einzelnen erläutern, aber die Wasserrahmenrichtlinie gibt vor, dass Fließgewässer und auch stehende Gewässer nach europäischem Gesetz entwickelt werden und die sind durchgeführt worden, beispielsweise für das Tegeler Fließ, für die Panke, die Erpe und auch die Wuhle. Und in teilweise sehr intensiven Diskussionen, vor allen Dingen dann auch getragen durch die Nutzer, durch die Anwohner, beispielsweise Landwirte am Tegeler Fließ, sind dann Vorschläge gemacht worden, die sind dann von der Verwaltung aufgenommen worden und dann in Planungsrecht umgesetzt worden und am weitesten vorgedrungen und entwickelt ist die Planung für die Panke und es sind ganz viele Vorschläge eingeflossen. Begleitung Spreepark ist ein anderes Beispiel, das wir machen und gerade jetzt das Regenwasserentwässerungskonzept in Kladow. Und dann komme ich schon zum nächsten Punkt. Ich sehe, die Eieruhr läuft sehr schnell. Beteiligungsprozesse, das haben wir aus Rückschlüsse gezogen, müssen ernsthaft geführt werden. Mitwirkende müssen umfassend informiert werden. Die Entscheidungsspielräume müssen für alle Beteiligten klar sein. Und die Beteiligung muss auch kontinuierlich durchgeführt werden und die Beteiligten müssen kontinuierlich dabei sein. Ich habe Beteiligung mitgemacht mit wechselnden Personen, die waren nicht sehr erfolgreich. Und was auf keinen Fall ausreicht, sind bloße Vorstellungsveranstaltungen, wo dann im Grunde genommen eine Planung vorgestellt wird und nicht mehr veränderbar ist. Und dies habe ich angelegt an den vorliegenden Entwurf und bin den durchgegangen. Und da sind eigentlich aus meiner Sicht alle wichtigen Punkte angesprochen, wie Beteiligungsprozesse zustande kommen, dass eben ein ehrlicher und transparenter Umgang stattfinden muss, klare Rahmenbedingungen, die Rollen und Zuständigkeiten müssen geklärt sein, die Frühzeitigkeit, also die Unterlagen müssen frühzeitig bereitgestellt werden und es muss jemand diesen Prozess organisieren, weil ich
gerade bei komplexeren Planungsprozessen ist mit einer Vielzahl von Unterlagen zu rechnen, komplexen Unterlagen, die müssen administriert werden und da bedarf es einer hauptamtlichen Betreuung. Also im Zusammenschluss finde ich den Ansatz sehr gelungen. Die Details werden weiter ausgearbeitet und ich würde uns seitens der Verbände auch gern weiter an dem Prozess beteiligen. Herzlichen Dank.